So, nach circa 40 Stunden auf dem Drucker ist jetzt mein Stromverteiler, mein selbstgebastelter gebauter Stromverteiler fertig. Und ich darf euch kurz mal die Features erklären. Wir haben hier einen Turm praktisch mit drei Module. In jedem Modul sind vier Steckdosen verbaut. Das Ganze wird betrieben über einen 16 Ampere Stecker. Wobei man sagen muss, das Ganze kann man natürlich auch, wenn man nur ein normales Aggregat hat oder Stromanschluss, das Ganze über eine Schuko-Steckdose machen. Im Prinzip sind dann im Zeckenverteil im Stecker die Phase L1 auf alle drei Phasen des Steckers gedrückt. Jedes Modul wird über eigene Phase betrieben und kann je nachdem zu und dazu geschaltet werden und abgeschaltet werden. Das Ganze steht auf dem Standfuß. Problematik, wenn man jetzt verschiedene größere Stecker hat, kommt man hier sich an Quere. Deswegen kann man die Module bis zu einem bestimmten Grad verdrehen. Genauso oben. So ist gewährleistet, dass man alle Stecker stecken kann. So. Hier oben gibt es ja noch einen Tragegriff. Gefedert natürlich. Plus innen drin ist eine Beleuchtung durch das Material, durch das ABS-Material in Weiß. Scheint es eigentlich relativ gut durch, wenn man es von innen beleuchtet. Sieht man später noch. Beleuchtung kann man hier ein-ausschalten. Man muss dazu sagen, der Schalter betätigt praktisch nur den Bewegungssensor. Bewegungssensor ist derzeit auf eine Minute eingestellt, kann aber jederzeit geändert werden. Und somit geht das Licht nur an, wenn sich jemand nähert. So, dann wollen wir das Ganze mal einstecken und unter Spannung setzen. So, wie ihr gesehen habt, das Licht ist schon angegangen. So, Turm 1 an, Turm 2 an, Turm 3 an. Je nachdem, wie man es halt haben will, kann man die jeweiligen Türme abschalten. So, dann machen wir mal's. Dann möchte ich euch die Beleuchtung zeigen. Ich schalte jetzt den Bewegungssensor ein. Und man sieht, wenn man sich dem Turm nähert, wenn er direkt neben dem Stromaggregat oder in einem dunklen Eck steht, hat man wenigstens ein bisschen Licht. Das Ganze kann man dann ausschalten über den Schalter oder natürlich wieder ein. So. Wie gesagt, Zeit ist begrenzt auf eine Minute. Oder sogar noch ein bisschen 30 Sekunden noch. So, schalten wir das Licht gerade wieder aus. Stecker können wir auch ziehen. Theoretisch kann man das Ganze dann noch über die Hake an der Decke aufhängen, wenn man es nicht auf den Boden stellen möchte. Und zudem, dass man das Kabel hier nicht verliert, habe ich einen Hake, einen Ring dran gemacht. Das kann man dann praktisch hier einhängen über den Karabiner und hat es immer am Stromverteiler mit dabei. Wie schon gesagt, Druckzeit waren circa 14 Stunden. Gedruckt ist der Turm mit ABS 3 mm und verwendete Drucker dazu waren RF1000 von Conrad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden noch weitere Projekte von mir folgen. Vielen Dank.